Die Fußball-WM in Brasilien, sie rückt immer näher. Nur noch 100 Tage, dann wird das Eröffnungsspiel in Sao Paulo angepfiffen. Die Vorfreude steigt. Eu adoraria poder. Mir würde es sehr gefallen. Wäre ich ein paar Jahre jünger und hätte einige Kilo weniger, es wäre fantastisch, bei dieser WM mitzuspielen. Doch nicht allen Brasilianern geht es so wie o Fenômeno. Bauverzögerungen in den Stadien, Kostenexplosionen und Probleme vieler Infrastruktur- und Verkehrsprojekte hemmen die Lust auf das Turnier. Der neueste Trend unter den Protestierenden, Kühlbox-Partys. Denn die Preise beim WM-Gastgeber schießen durch die Decke. Kokosnusswasser ist im letzten Jahr fast doppelt so teuer geworden. Dieses Bier kostet im Supermarkt 1,89, in einer Bar kostet es 6, 7 oder 8 Real. Die Preise steigen hier viel schneller als die Inflation. Die Menschen realisieren, dass sich etwas ändern muss und deswegen muss man protestieren. Das ist der einzige Weg. Die größten Sorgen verursachen den Verantwortlichen aber nach wie vor die Stadien. Mitte Februar musste sogar geprüft werden, ob Curitiba WM-Standort bleibt. Doch die FIFA schlug einen neuen Ton an und will so sicher gehen, dass alles rechtzeitig zum Fußballfest fertig wird. Curitiba hat unsere Botschaft verstanden und den Druck, den wir ausgeübt haben. Die Arbeit, die dort jetzt geleistet wird, gibt uns Zuversicht, dass alles fertig wird. Zwar spät, aber rechtzeitig zur WM. Nur noch 100 Tage bleiben den Brasilianern, um sich für die Gäste aus aller Welt herauszuputzen. Als Katalysator dient ihnen die steigende Vorfreude. Und an Zuversicht mangelt es den Südamerikanern auf keinen Fall. Thank you.